Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Challenge-Serie in Minecraft. Die heutige Challenge wurde mir von Rives zugesendet und er sagt, dass ich die Schaufel gar nicht benutzen darf. Also ich muss die Schaufel halt irgendwie sofort in der Runde wegschmeißen. Das kann halt ziemlich nervig werden, weil ich dann die ganze Zeit hier mit der Hand alles abbauen muss. Und da finde ich halt nicht so viele Kisten. Deswegen denke ich, dass die Challenge ein bisschen schwieriger sein wird, weil man dadurch halt schlechter Kisten finden kann. Ich schmeiße einfach zu Beginn jeder Runde die Schaufel weg, damit ihr nicht denkt, dass ich die Schaufel zwischen den Cuts irgendwie eingesammelt habe und dann mich weiter vorwärts gebaut habe. Gut, da bin ich jetzt auch schon in der Runde und die Schaufel kann ich gerade leider nicht wegschmeißen. Das ist ziemlich doof. Aber auf jeden Fall trinke ich erstmal am Anfang die drei Unsichtbarkeitstränke, wie ich es eigentlich immer mache. Und jetzt baue ich mich einfach weiter. Okay, hier höre ich gerade einen. Der hat auch eine Explosionskiste geöffnet. Und die war auch so extrem nah bei mir. Oh mein Gott, der ist bestimmt 5 Blöcke oder so von mir entfernt die ganze Zeit. Oder ist es der? Ich glaube, das ist sogar dieser Party. Extra Kiste. Und da kämpfen gerade zwei. Da baue ich mich doch mal noch. Hä, Team die? Ich glaube, da Team welche. Ich tue mal kurz die Pfeile auf die 5. Oder nee, ich glaube, die Team doch nicht. Okay, hier ist wieder irgendwo einer in der Nähe. Ich baue mich einfach mal weiter. Bestimmt, wenn jetzt hier irgendwelche Leute sind, die mich so hören, wie ich mich hier so runterbaue, dann denken die, hä, man hat doch eine Schaufel, wieso benutzt der die denn nicht? Dann denken die bestimmt, dass ich vollkommen behindert bin. Und ich glaube, die Team wirklich, weil die sind... Kämpfen die, oder? Ich glaube, die Team... Och nee, jetzt muss ich auch noch gegen Team kämpfen. Ich beobachte noch mal ein bisschen die Lage. Ich schreibe kurz Teamer und gehe drauf. Ja, ich habe beide bekommen. Ich habe die Teamer getötet, weil die überhaupt nichts gemacht haben, weil die nichts gerafft haben. Damit hätte ich jetzt niemals im Leben gerechnet, dass ich die töte. Ja, gut. Da habe ich jetzt ein Team getötet, was ich niemals im Leben gedacht habe, dass ich das schaffe. ja. Ich wusste nicht, dass sie so schlecht sind. Also, ihr habt ja gesehen, die waren jetzt nicht die Besten. Ich will die zwar jetzt nicht so beleidigen, aber die waren wirklich nicht die Besten. Die haben ja einfach nicht angegriffen. Der eine hat ja nur seinen Unsichtbarkeitstrank die ganze in der Hand gehabt und hat nichts gemacht. Und der andere hat mir 1-2 Hits gegeben. Und die haben überhaupt nicht realisiert, dass ich da angekommen bin und einen von denen getötet habe. Oh, da ist ja sogar der Letzte. Okay, gut. Was hat der für Rüstung? Oh mein Gott, ist die Rüstung gut. Schade. Wie viele Herzen? Nochmal ein halbes Herz. So, da bin ich jetzt wieder in der nächsten Runde und die Runde von Gret eben war ziemlich doof gelaufen. Die Challenges sollen ja halt schwer sein und nicht, dass man jede Runde immer First Try sofort gewinnt. Also, ja. Habt ihr wenigstens ein bisschen mehr zum Schauen und nicht wieder wie letztes Mal ein 5-Minuten-Video, da wo nichts Spannendes passiert ist. It's a trap. Nein, bitte. Oder das wäre gut, wenn hier eine Kiste freigesprengt wird. Ja, 2 Kisten. Ich weiß mal kurz die ganzen Tränke auf mich. Das Equipment, was ich hier rausbekommen habe, ist jetzt auch nicht wirklich sehr wertvoll. Einfach nur Kettenschuhe. Die bringen ja auch eigentlich nichts Besonderes. Die sind ja genauso gut wie Lederschuhe. Bestimmt haben die irgendwie so ein Viertel Rüstungspunkt mehr, den man unten nicht sehen kann. Oh, yay, Kettenhose, aber keine Ahnung, die bringen halt nicht wirklich was. Irgendwie fühle ich mich hier gerade so, als wenn ich nach Diamanten suchen würde, weil das macht man ja auch eigentlich normalerweise, wenn man Dias sucht. Ist irgendwie ziemlich lustig, aber irgendwie hilft das nicht, weil ich keine Kisten finde. Und ich höre einen. TNT Run, yay, noch mehr TNT. Oh nee, das wird ziemlich brenzlig sein. Okay, ich werde sterben. Wie habe ich das denn überlebt?
Damit hätte ich jetzt niemals im Leben gerechnet, dass ich das noch überlebe. Oh Gott, was ist das für Equipment? Ja. So, jetzt habe ich wenigstens ein bisschen bessere Sachen. Und hier ist noch, glaube ich, eine Kiste freigesprengt worden. Sogar zwei. Da oben die, glaube ich, oder? Oha! Okay, das ist zwar eigentlich meistens das, was ich schon habe, aber noch eine Kettenbrustplatte, die ist eigentlich auch schon gut. Und noch ein Steinschwert und noch Kettenhelm. Oho, ich habe gutes Equipment. Ich habe einfach keine Kiste so gefunden. Ich habe einfach nur durch solche TNT-Sachen Kisten gefunden. Und jetzt kann ich noch mehr TNT zünden. Licht. Ach, jetzt. Oh nee, ey, hier ist irgendwo einer. Habt ihr das gehört? Da hat sich einer gerade durch die Gegend gebaut. Okay, hier ist leider keine Kiste mehr frei. Ah, doch. Oder? Nee, da unten ist einer. Ja, hallo. Ich will nicht draufgehen. Ich hatte noch ein Steinschwert, das weiß ich. Bestimmt haben das jetzt wieder 100 Leute in die Kommentare geschrieben mit meinen Aufrufzahlen. Nein, ich will mich damit jetzt nicht beschweren, dass ich zu wenig Aufrufe habe, aber... nicht, dass es schon wieder so endet wie gerade eben. So, gut, er ist tot. Okay, ich habe Freeze. Das ist nicht gut, aber ist ja auch egal. Ich habe jetzt auch einen Eisenhelm, den ich anziehen kann und der nächste Spieler ist 25 Blöcke unter mir. Ich baue mich jetzt einfach mal zu dem Typen da unten hin, weil ich glaube, ich habe eigentlich ganz okay Ausrüstung, okay, dass ich die Runde gewinnen könnte. Ja, ich habe ja gerade auch mit, keine Ahnung, 5 Rüstungsbalken fast voll Iron getötet. Okay, okay, okay. Bester Spieler, da sage ich noch, dass ich gut bin und dann verliere ich extrem heftig. Yeah, jetzt wird man auch noch in Molecraft gekickt. Die Chance in Molecraft gekickt zu werden ist 1 zu 20 Milliarden. Noch unwahrscheinlicher als im Lotto zu gewinnen. So, nach dem tragischen Ende der vorherigen Runde sind wir jetzt einfach wieder in der nächsten Runde. Und ja, ihr kennt's schon, ich muss die Schaufel wegschmeißen. Und los geht's! Jetzt kann's wieder 2 Stunden dauern, bis ich überhaupt eine Kiste finde. Und Entschuldigung, dass ich meine Stimme gerade so dumm verstellt habe. It's a trap, nein, nicht schon wieder. Vielleicht kriege ich ja wieder 30 Kisten. Bitte, 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 bitte. Oh, ja, 2 Kisten. Eine Kiste weniger als gerade eben, aber besseres Equipment. Weil gerade eben hatte ich ja nur Kettenschuhe bekommen, jetzt kriege ich sofort fast voll Iron. Okay, so stark jetzt auch nicht, aber es ist schon gut. Half Heart. Boah, Englisch Aussprache 1 plus mit Sternchen. Und ja, ihr wisst ja gerade, was gerade eben passiert ist. Ihr wisst ja gerade, was gerade eben passiert ist. Deutsch hoch 20. Gerade eben hatte ich die heftigsten Englisch-Skills, jetzt habe ich die heftigsten Deutsch-Skills. Hä? Yeah, ich höre ein. Weg hier. Ich hab Angst. Ich konnte gerade durch die Wände gucken. Wegen einem Bug. Da ist er. Oh nie, oh nie. Nein, er kommt, er kommt. Ich muss ihn in den Spinnweben schlagen. Okay, ich werde so sterben, ich werde so sterben, ich werde so sterben. Das war gerade mit Abstand der schlechteste Kampf, den ich bis jetzt in meinem Leben Minecraft hatte. Also, ich muss ja die Schaufel wegschmeißen. Mann, ich will einfach mal eine Kiste finden ohne TNT-Explosion. Ist das denn zu viel verlangt? Och nee, ich höre einen. Ich höre einen. Ich höre einen. Auf einmal steht da einer vor mir. Okay, ich kann ihn 0 mal hitten. Ja, das war der Platz 20-Typ. Das war gerade mit Abstand der schlechteste Kampf, den ich bis jetzt in meinem Leben Minecraft hatte. Der kommt. Ich muss ihn in den Spinnweben schlagen. Okay, ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben. Ich höre einen. Auf einmal steht da einer vor mir. Okay, ich kann ihn 0 mal hitten. So, jetzt wird die Runde richtig erfolgreich. Das versichere ich euch jetzt. Und hier ist irgendeiner genau neben mir. Ja! Was gibt der für Hits? Was hat der für Hits gegeben? Der stand überhaupt nicht bei mir und hat mich gehittet. Können wir das mal bitte einer erklären? Habe ich mich so tot gehackt? Gehackt, genau. Habe ich mich so tot geleckt oder was? Bücherei als Map.
Ja, keine Ahnung, was der jetzt wieder sagen möchte. Und da ist einer, ich habe Angst vor dem. Ach, der ist ja ganz unten. Oh, dann gehe ich einfach mal drauf. La 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 la. Coole Geräusche, oder? Okay, Leute, ich habe 2 Kills. Ich habe ja gesagt, dass die Runde gut sein wird. Also, ich habe mein Versprechen bis jetzt noch nicht gebrochen. Party. Oh no, der ist ein Block oder so von mir entfernt. Ah. Weg hier, weg hier. Oh mein Gott, sein Equipment. Das ist dieser Dorf, das ist dieser Dorf. Och Mann, ey. Zum Glück bin ich nicht so einer, der sich schnell aufregt, weil sonst wäre, glaube ich, jetzt schon mein PC schnell kaputt. Das ist so nervig, ich muss immer gegen diese OP-Spieler kämpfen. Mann, ey. Das ist voll fies. Erkennt ihr den Skin von F001 wieder? Schreibt's in die Kommentare. Okay, links ist auch noch einer. Super Schaufel. Ach, das ist auch super Hand. Wusste ich gar nicht. Ist ja cool. Ich dachte, das geht nur mit der Schaufel. Das Problem ist, dass hier halt einer ist und der wird mich super leicht töten können. Wenn der gut wäre. Okay, er ist gut. Puh. Hat das jetzt. Oh, ich habe es zum Glück bekommen. Als ob hier noch Sachen drin sind. Hat er die nicht gelootet? Okay, hier ist nichts mehr drin. Okay, ich glaube, das war nur eine einmalige Sache. Doch nicht. Hä? Wieso lootet der die Sachen nicht? Wo sind meine Feuerkugeln hin? Ich hatte doch gerade welche in der Hand. Das Spiel mobbt mich. Extra Kiste. Ja, danke schön, dass es eine Redstone-Kiste ist. Och, hättest du mir wenigstens noch eine extra Kiste, noch eine Kiste freigesprengt. Wäre ich dir wenigstens ein bisschen dankbar gewesen. Wäre ich dir wenigstens ein bisschen dankbar gewesen. Was hat der denn hier veranstaltet? Wie hat er sich denn runtergebaut? Und jetzt habe ich keine Fackel mehr. Und hier ist irgendwo einer. Muss was fressen. Und los geht's. Oh mein Gott, was hat der für Equipment? Stirb, Mensch. Was? Ich hab den bekommen, ich hab den bekommen, ich hab den bekommen. Wieso habe ich das Dirt weggemacht? Wieso habe ich weggemacht? Ich muss mich einbauen, ich muss mich einbauen. Hilfe, 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 Hilfe. Einbauen. Bau dich ein. Oh mein Gott, wie habe ich den bekommen? Hilfe, Hilfe. Nein, jetzt ist auch noch dieser Trap. Oh nee, ey. Weg, 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 weg. Oh mein Gott. Ich frag mich gerade echt, wie ich das hier alles überleben konnte. Oh, ich freue mich gerade voll. Ja. Oh Gott, sie hat einfach 2 Kisten gehabt. Ich öffne einfach mal beide. Yo. Gutes Equipment auf jeden Fall. Ich frag mich gerade echt, wie ich den einen da töten konnte. Das war einfach nur das heftigste Glück, weil der einfach abgehauen ist. Zum Glück hatte ich diese Pfeile. Zum ersten Mal haben mir diese komischen Pfeile das Leben gerettet. Neuerdings versuche ich ja halt mit den Pfeilen irgendwie was zu reißen, was eigentlich meistens nicht funktioniert. Aber wenn es funktioniert, dann sind die eigentlich recht stark, weil nur wegen diesen Pfeilen habe ich den einen Typen da bekommen. Also kann ich euch diese komischen Wurfpfeile nur empfehlen. TNT-Run, oh. Wieder mal sehr schlau von mir. Boah, keine einzige Kiste, das hatte ich noch nie, glaube ich. Oh, hier sind ja Sachen einfach. Oh Gott. Wieso erschrecke ich mich denn immer so, wenn ich Gegner sehe? Das nervt voll. Hau ab. Oh Mist. Die Pfeile waren so verschwendet. Nein, du darfst den Goldapfel nicht essen. Nein, jetzt hat er den auch noch. Ja, ich habe den mit den Pfeilen getötet. Ja, ich habe die Runde gewonnen. Oh Mann. Boah. Boah, Leute, die Challenge war so schlimm. Das ist zwar eine simple Challenge, dass man die Schaufel nicht benutzen darf, aber die ist schwieriger als gedacht. Ich dachte, die wäre eigentlich nicht so schwer, aber boah, ich habe einfach 100 Runden dafür gebraucht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Challenge heute irgendwann noch mal absolviere, weil die war echt schwer. Das war's jetzt mit der Aufnahme und ich wollte mich nochmal bedanken für die Challenge von Rifus, also Dankeschön. Ich fand die Challenge eigentlich, hat recht Spaß gemacht, auch wenn ich mich die ganze Zeit mit der Hand durch die Gegend bauen musste. Zwar ein bisschen nervig, aber eigentlich im Ganzen hat es mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch ein Däumchen nach oben da lassen. Das würde mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und tschüssi. Und jetzt hat es bestimmt wieder kaputt geleckt.